Ja, das ist heute wirklich ein guter Tag für den Insektenschutz. Die Neonicotinoide, das sind Pflanzenschutzmittel, die werden jetzt wirklich verboten. Und daran sieht man, wenn das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium an einem Strang ziehen, dann kann man wirklich was nach vorne bringen. Und für den Insektenschutz ist das enorm wichtig. Wir verlieren enorm viele Insekten. Wir müssen jetzt eine andere Pflanzenschutzmittelpolitik nach vorne bringen. Und das, was heute in der EU passiert ist, ist genau der richtige Weg. Da müssen wir weitermachen. Wir wollen in den ersten 100 Tagen ein Insektenschutzprogramm auf den Weg bringen, die ersten Eckpunkte dafür vorlegen, weil es wirklich wichtig ist, dass wir jetzt gemeinsam etwas tun, um wieder mehr Insekten zu haben.